Ja, wie kann ich euch helfen?
Von Myralims Umarmung manifestiert der Sommer sich als unsterbliche Pfeil. Ihr kennt sie, ihn, es als den glänzenden Krieger oder den leidenschaftlichen Eroberer. Ihr Sterblichen nennt ihn König Ysa. In der Jugend der Erinnerungen eures Volkes wurdet ihr Zeuge von Ysas Taten. Er ist eure Legende der Macht und Eminenz. Kommt, lauscht der Geschichte von Ysa und Oen, dem Gottsturm, dem verdorrenden Krieg. Hallo. Herr Gadwold hat mit der Ihr habt es geschafft. Ihr seid zurück. Ich hatte schon befürchtet, die Feien hätten ihre Rachegelüste an euch ausgelassen. Wie üblich war ich im Irrtum. Die Feier hat sich erholt, dank eures Tranks. Sie möchte die nächsten Wochen im Dorf verbringen, bis sie wieder völlig gesund ist. Gorhard wird eine neue Gemeinschaft sein, ein Ort des Miteinanders, und das verdanken wir euch. Bitte nehmt mein Schwert und meinen Holzschild. Sie werden euch ebenso nützlich sein, wie sie es mir waren. Dann auf bald. Hallo. 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 Sehr gut. Die beiden wird gewiss niemand vermissen. Bringt dies zur Schildringfeste und sprecht mit Tine Delfrick. Er wird euch allein auf mein Wort hin Arbeit geben. Geht in den Norden der Stadt und nehmt dann die Straße nach Osten. Ihr werdet dort auf Tine Delfrick treffen. Er ist es, mit dem ihr sprechen müsst. Wenn wir uns das nächste Mal sehen,
Dann vielleicht unter dem Banner der Kriegsgeweihten. Oh, hallo. Seid ihr auch gekommen, um gegen die Mission zu protestieren? Die Nachricht hat sich über alle Dörfer verbreitet. Jeder spricht davon. Es ist bald geschafft. Sankt Odwig kann sich nicht mehr lange weigern. Und sobald sie nachgeben, werden alle anderen folgen. Das Buch wird unser sein. Vater Dünvel leugnet, dass Frauen als Mitglieder des Ordens Mitarus geweiht werden können, obwohl Schriften das Gegenteil belegen. Ich weiß, dass der Beweis, ein altes Buch der Weihe, in ihrem Reliquiar aufbewahrt wird. Aber ich konnte nie nahe genug herankommen, um einen Blick darauf zu werfen. Alle sind in Mitarus Armen willkommen. Ha! Diese Heuchler! Begeht wegen mir keine Verbrechen. Sollte Mitaru euch allerdings dazu veranlassen, Gerechtigkeit walten zu lassen, werde ich euch nicht im Weg stehen. Die Brüder der Mission Sankt Odwig bewahren das wertvolle Buch in ihrem Reliquiar auf, aber niemand außerhalb des Ordens darf auch nur einen Blick darauf werfen. Verzeihung, habt ihr etwas gesagt? Ich bin ein wenig in Gedanken versunken. Heute könnte der Tag sein, wisst ihr? Camden könnte der Nächste sein, der um diese Ecke biegt. Er ist mein Ehemann, obgleich wir nur eine Nacht zusammen waren, bevor er in den Krieg zog. Seine Miliz kämpft unter dem Banner von General Fynn. Wir hatten eine Nacht und dann verabschiedete er sich für 3 lange Jahre. Doch er kommt zurück. Mein Herz sagt mir das. Ich kann euch nicht viel dafür geben, aber was ich habe, gehört euch. Die Alpha-Armee gibt praktisch keine Informationen heraus und alle meine Bitten um Hilfe wurden ignoriert. Vielleicht findet ihr etwas in Didenhill. Dort hat sich Camden freiwillig gemeldet, obwohl das natürlich schon Jahre her ist. Danke für eure Freundlichkeit. Ich warte hier auf Neuigkeiten. Wiedersehen. Beachtet mich gar nicht. Nur ein Tag auf der Straße, die nach Osten zur Küste von Rathir führt. Er wollte sich bei dem Posten in Didenhill verpflichten. Das ist Jahre her. Wir würden wiedersehen.
Was macht ihr hier unten? Wisst ihr nicht, dass Agnur Fahal von den Geistern der Erati heimgesucht wird? Also, seid ihr tollkühn oder nur dumm? Oh, ich verstehe. Die raffinierte Gnomin hat einen Champion gefunden. Wie erquicklich. Nanne war schon immer eine Närrin. So sehr in ihre Arbeit versunken, dass sie die Täuschung direkt vor ihren Augen nicht sah. Die Rote Legion hat ihre Formel. Denn ich habe sie ihnen gegeben. In diesem Augenblick schaffen sie Kisten davon nach Osten zu der Stadt Rathir, wo sie dafür einen hohen Preis erzielen werden. Arme Nanne. So vertrauensselig. So lächerlich. Sie darf natürlich nie von meiner List erfahren. Ihr versteht. Thank you.